Du fährst sonst Reifen von der Ralf Bohle GmbH, hast jetzt aber Reifen von CSD. Oder du fährst überhaupt irgendwelche Reifen und hast gar keine Ahnung. Was bedeuten diese seltsamen Abkürzungen und kryptischen Zeichen auf dem Reifen? Immer wieder wundern sich die Leute, warum CSD bei manchen Maxxis-Reifen die Schrift gelb und andere wieder weiß macht. Das hat einen bestimmten Grund. Fahrradhersteller können ein gewisses Kontingent eines gewissen Reifens bei CSD-Maxxis kaufen. Erst ab einer gewissen Mindestmenge bekommen sie dann auch die weiße OEM-Beschriftung. Andere Fahrradhersteller wieder übersteigen zwar die Mindestmenge bei der Bestellung, wollen aber die weiße Schrift nicht, weil sie der Meinung sind, die weiße Schrift schaut zuerst ausrüstermäßig aus, wir wollen die coole gelbe Schrift und bestellen absichtlich die gelbe Schrift. Andere Hersteller wieder liegen unter der Mindestbestellmenge und bekommen gar keine weiße Schrift und müssen gleich die gelbe Schrift montieren. Ob also eine weiße Schrift oder gelbe Schrift drauf ist, hängt in erster Linie davon ab, was der Hersteller bei CSD-Maxxis bestellt hat. Wir als Endkunden bekommen im Fachhandel allerdings nur die Reifen mit der gelben Beschriftung. Nachdem wir das geklärt haben, machen wir jetzt weiter mit den restlichen Bedruckungen. Damit wir das besser lesen können, weil das kann ja kein Mensch lesen. Achtung! Was steht da alles drauf? Die Modellbezeichnung ist halt jeder Reifen hat einen anderen Namen, um das geht es jetzt nicht. Die Dimension des Reifens in Zoll, 29x24. Jeder, der Zoll in Zentimeter und Millimeter umrechnen kann, wird merken, das sind nicht 2,4 Zoll. Sind es nicht, brauchen es auch nicht sein, weil die Zollbezeichnung war immer schon, naja, ist ein bisschen grob. Ne? Es gibt eine Millimeterbezeichnung grundsätzlich, die Etrotorotorotorot. Wenn man wirklich wissen will, wie breit die Reifen sind und wie groß, sollte man auf die Millimeterangaben. Sogar CSD druckt Millimeterangaben drauf und da steht 61-622. Ne? Und da wissen wir jetzt genau, 61 mm Breite und 622 ist der Innendurchmesser. Wir können leben damit, dass 29,24 draufsteht. Wenn wir wissen wollen, ob der wirklich in den Rahmen reinpasst, dann die Millimeterangabe beachten. Wo war's? Das ist so klar drauf, da merkt man, das ist einer echt wurscht. Da, man sieht es ja nicht. 61-622. Das WT bei der Dimensionsbezeichnung bedeutet Wide Trail. Das heißt, die Reifen sind für die jetzt üblicherweise eher breiteren Felgen konzipiert. 2,4 WT, 2,5 WT gibt es von dem Hersteller. 2,6 enthält kein WT, weil die 2,6er Reifen sind grundsätzlich für breitere Felgen, das heißt 30 mm aufwärts, ausgelegt. Warnung, warte, da steht um Warnung. Warnung steht drauf, der Reifen hält keine Luft. Der Reifen braucht unbedingt einen Schlauch oder ein Dichtmittel. Ohne Schlauch, ohne Dichtmittel hält der Reifen keine Luft, steht drauf. Also gibt es entweder einen Schlauch rein, so wie da, da ist ein Schlauch drin, oder gibt es ein Dichtmittel rein. Ja. Steht eh alles drauf, was man wissen muss. Während ihr das Rad einbauen, könnt ihr hier Fragen, Wünsche, Anregungen unten in die Kommentare reinschreiben. Und wenn ihr schon unten seid, ein lustiges Daumen-Support da lassen und ein Abonnement, dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal. Bis dahin habe ich auch einen Reifen wieder eingebaut. Der Aufbau der Karkasse, das Casing, das Gewebe, das unter dem Gummi sich versteckt und dem Reifen eigentlich seine Stabilität und sein Fahrverhalten verleiht. Dafür hat jeder Hersteller unterschiedliche Namen. Exo, Exo Plus, Double Down und Downhill. Gewebe ist in jedem Mountainbike-Reifen, in jedem Fahrradreifen drin. Den brauchen wir, der gibt dem ganzen Reifen erst die Form und den Halt. 60, dicke Fäden, stabil, voluminös. 120 pro Zoll, dünnere Fäden, viel flexibler, haben Auswirkungen darauf, wie sehr sich der Reifen, wie soll ich sagen, gerne verformt und sich dem Boden anpasst. Zweilagig 60 dpi, ui, das ist schon eine steife Partie, eher Richtung Downhill. Einlagig 120, das sind die geschmeidigen Cross-Country-Reifen, die herumflüstern auf dem Waldboden. CSD verwendet bei den Maxxis-Reifen grundsätzlich einlagiges Gewebe, was nicht heißt, dass nur eine Schicht von Gewebe drin ist. Der englischsprachige sagt Single-Ply-Casing für einlagig und Double-Ply-Casing für zweilagig. Das heißt, diese eine Lage, wie sage ich das jetzt? Die eine Lage muss man sich so vorstellen, das ist quasi wie ein Blattl Papier, das innen entlang des Reifens und der Reifenwulst gelegt wird und dann die beiden Enden nach außen drüber geschlagen und dort überlappen. Da beim zweilagigen Gewebe habe ich zwei Gewebeschichten, die ebenfalls rund um die Reifenwulst und rund um den ganzen Reifen gewickelt werden. Und weil sich die überlappen, habe ich dann am Ende sechs Lagen.
Bei den Downhill-Reifen habe ich also eine sechslagige Auflagefläche, obwohl ich nur ein zweilagiges Karkassengewebe in Verwendung habe. Die Double Down Karkasse verwendet zweilagig 2x120 dpi Gewebe. Die Downhill-Variante verwendet 2x60 dpi. Warum? 60 dpi sind noch stabiler, allerdings auch schwerer. 120 ist ähnlich stabil, aber leichter. Also entweder blendet man da jetzt ein bisschen ein Bild ein und wer es mit dem Bild nicht versteht, versteht es ohnehin nie. Oder ihr nehmt es hin, so wie es gesagt wurde, und wir machen einfach weiter im Video. Für die Allermeistersten ist EXO Plus die neue EXO Plus, die abgegradete, verstärkte EXO Plus Variante, wohlgemerkt, wahrscheinlich der beste Kompromiss aus allem. Am Vorderrad kann man gerne EXO Modelle montieren, überhaupt kein Problem. Vorderrad hat man meistens ein bisschen besser im Griff als das Hinterrad, das immer irgendwo durchhaut. Hinten vielleicht ein bisschen eine stabilere Variante, vorne davor die ein bisschen leichtere Variante. Hinten ein Profil, das besser rollt mit einer härteren Gummimischung, vorne ein Profil, das besser greift mit einer weicheren Gummimischung. 3C. Triple Compound. Triple Compound heißt, dass für den Reifen drei verschiedene Gummimischungen verwendet wurden. Unten drunter eine harte und dann nach oben hin progressiv weicher werdende. 3C bedeutet, dass er optimal angepasst ist an sein Fahrverhalten, dass dort, wo wir es brauchen, der weichere Gummi, dort, wo wir es brauchen, der härtere Gummi. 3C bedeutet aber auch, dass ich den Reifen laut Herstellerangabe nicht im Winter verwenden kann oder soll. Achtung! 3C Triple Compound ist nichts für kalte Temperaturen. Bei Minusgraden nicht damit fahren. Es können Risse auftreten. Risse am Gummi an der Außenseite. Der Gummi ist nicht gemacht, um bei Minusgraden verwendet zu werden. Maxxis warnt sogar davor, es zu verwenden. Und Maxxis sagt ausdrücklich, die 2C Dual Compound Gummimischung soll man bei Minusgraden verwenden. Die funktioniert dann dafür von minus 15 bis plus 30 und noch weiter. Die funktioniert ganzjährig. Im Winter keine 3C-Gummimischung verwenden, beziehungsweise bei Minusgraden keine 3C-Gummimischung verwenden. Euer Reifen könnte unnötigen Schaden nehmen. Muss nicht, kann aber. Das heißt, die 2C-Reifen sind die wahren Ganzjahresreifen. Die 3C-Reifen sind eher die Sommerreifen, beziehungsweise Plusgraden. Was haben wir da noch? Max Terra. Wie der Name schon sagt, Max Speed ist der härteste, mit dem geringsten Rollwiderstand, hält aber am längsten und rollt am schnellsten. Max Grip ist der weicheste, hat den meisten Grip, saugt sich am besten ans Gelände an, aber nudelt sich auch am schnellsten ab. Ist laut Maxxis auch für den Downhill-Betrieb vorgesehen. Nicht um damit irgendwie durch die Wälder zu gleiten. Von der Idee her ist das bei allen Herstellern gleich. Die meisten haben weiche, die meisten haben normale und die meisten haben harte. Harte Gummimischungen halten länger. Ich bekomme mehr Kilometer raus aus demselben Reifen. Bekomme aber trotzdem vernünftigen Grip, je nachdem, unter welchen Umständen ich unterwegs bin und wie gut ich mein Rad selbst im Griff habe. Weiche Gummimischungen sollte ich hinten nicht verwenden, die vernudel ich mir viel zu schnell, die verbrauche ich hinten viel zu schnell. Hinten ist viel zu viel Drehmoment, viel zu viel Abrieb. Hinten fange ich mit weichen Reifen nichts an. Vorne kann ich weichere Reifen verwenden, wenn ich will. Weiche Reifen haben nämlich einen dramatisch schlechteren Abroll. Wie soll ich sagen? Der Rollwiderstand ist auch viel größer. Das bedeutet, wenn ich treten muss, spüre ich es in die Wadeln und wenn ich ein E-Mountainbike habe, spüre ich es auch beim Akkuverbrauch. Weiche Reifen wirklich nur verwenden für das, was eigentlich vorgesehen ist. Und bei dem Hersteller sind die weichen Mischungen die Downhill-Mischungen. Für alle, die Trail und oder Enduro fahren, kommen bei dem Hersteller mit der Max Terra Mischung super durchs ganze Jahr. Ihr braucht keine weichen Reifen. Und wenn, dann vorne. Max Terra, so wie sie hier verbaut ist, ist quasi der beste Kompromiss aus beiden. Hält noch verträglich lange, hat dennoch ordentlichen Grip und ich habe auch einen vernünftigen Rollwiderstand. Sollte nicht wissen, was ich nehme, dann nehme ich am ehesten Max Terra hinten und vorne. Sollte ich aus irgendeinem Grund Max Grip nehmen wollen, weiß ich nicht, wenn man irgendwer Raffen schenkt oder weil ich es gesponsert kriege und nicht selber zahlen muss oder weil mein Reifenverschleiß vollkommen wurscht ist, dann nur vorne verwenden Max Grip, hinten Max Speed oder Max Terra. Tja, wieder was gelernt. Jetzt aber genug geplappert, jetzt gehen wir ranfahren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Baba und ciao.